BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Die Kreiskliniken Reutlingen haben ein Problem bei der Weiterversorgung von Patienten nach deren stationärem Krankenhausaufenthalt. Das gab die Klinik gestern bekannt. Infolgedessen mangelt es vor allem an Betten für akute Notfälle. Deswegen sollen Patienten ohne akutmedizinischen Behandlungsauftrag abverlegt werden. Hierbei hoffen die Kreiskliniken auf die Unterstützung der Angehörigen. Die Kreiskliniken Reutlingen stehen aktuell vor einer großen Herausforderung. In der Klinik seien in den letzten Wochen wieder zunehmend Patienten stationiert, die keinen akutmedizinischen Behandlungsbedarf mehr haben. Das heißt, ihre Behandlung ist abgeschlossen und sie werden vom Klinikpersonal nur noch nachversorgt bzw. gepflegt. Dadurch stehen allerdings zu wenige Betten für akute Notfälle zur Verfügung. Wenn wir eben, ich sag mal, unsere Arbeit getan haben und auch im Rahmen des Entlassmanagements versucht haben, hier entsprechende weitere Versorgungsplätze zu finden und das nicht möglich ist, dass wir eben zunehmend jetzt auch die Angehörigen mit dort als unterstützende Kraft brauchen, die im Bedarfsfall dann ihre Familienmitglieder eben mit nach Hause nehmen, dort dann auch mit betreuen, sodass wir dem Auftrag akutmedizinische Betreuung, also unserer Kernaufgabe, wieder nachkommen können. Dieser Schritt falle den Kreiskliniken nicht leicht, aber gleichzeitig könnten und wollten sie Notfallpatienten nicht einfach abweisen. Von diesen gäbe es jeden Tag zwischen 40 und 50 Stück, von Schlaganfall bis zum Herzinfarkt. Alle müssten stationär aufgenommen werden und benötigten dementsprechend auch ein Bett. Eine Blockade von nahezu 10% der Betten durch Pflegefälle hier an enormen Engpass schafft und dann natürlich dazu führt, dass zum Teil eben Flurbetten bestehen, dass eben die Überlastung des Personals, das sowieso schon sozusagen sehr belastet ist in Zeiten wie diesen, dadurch noch stärker auftritt. Ausgenommen von dieser Abverlegung seien Patienten, deren Nachversorgung zu komplex sei für eine Betreuung in den eigenen vier Wänden. Allerdings gäbe es genügend Patienten, bei denen dies nicht der Fall ist. Bei einer Abverlegung nach Hause wollen die Kreiskliniken die Angehörigen unterstützen. Wir wollen die Leute da auch nicht alleine lassen, ja, sondern auch im Bedarfsfall können wir da initial, wenn es dann tatsächlich an die Verlegung im Bedarfsfall auch nach Hause geht, noch mit Tipps und ein paar Kniffen, ich sag mal, auch die Angehörigen dahingehend nochmal unterstützen, dass sie nicht ganz in Anführungsstrichen alleine sind, sondern da schon mal einen ersten Input haben, was sie tun können. Um diese Problematik langfristig zu lösen, sehen die Kreiskliniken auch Handlungsbedarf in der Politik. Vor allem ja Kurzzeitpflegeplätze würden helfen, um die Weiterversorgung der Patienten zu sichern. Fast 60.000 Kita-Plätze und über 18.000 Erzieher zu wenig, attestiert die neue Studie der Bertelsmann Stiftung dem Land Baden-Württemberg. Damit hat sich der Mangel an Betreuungsplätzen im Vergleich zum Vorjahr noch weiter verschärft. Die größte Lücke gab es im Bereich der unter Dreijährigen. Damit kann das Land dem Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuung weiterhin nicht nachkommen. Helfen könnte Experten der Stiftung zufolge die Verkürzung der Öffnungszeiten. Mit nur 6 Stunden täglich, statt wie bisher in der Regel 8 bis 9, könnte der Bedarf schon im Jahr 2025 gedeckt und der Personalschlüssel in den Einrichtungen gehalten werden. Eine solche Maßnahme sei allerdings nur in enger Abstimmung mit Eltern, Kita-Trägern und Kommune durchzusetzen. In Reutlingen und Ludwigsburg haben die Weihnachtsmärkte bereits begonnen. Bei Glühwein, Duft und weihnachtlichem Flair beginnt allerdings auch wieder die Hochsaison der Taschendiebe. Diese nutzen mit Vorliebe das Gedränge zwischen den Ständen und Buden, um reichlich Beute zu machen, warnt das Polizeipräsidium Reutlingen. Um sein Hab und Gut vor den Dieben zu schützen, sollte man nur so viele Wertsachen wie nötig bei sich haben. Handtaschen geschlossen, mit der Verschlussseite zum Körper tragen und in dichtem Gedränge besonders aufmerksam sein. Weitere Tipps gibt's unter www.polizei-beratung.de. Soweit die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.